Nee. Ich habe Marktschreier nur gespielt. Das war einfach nur so. Ich werde jetzt auch erstmal in mein Heim gehen und das mal verbarrikadieren, bevor es dunkel wird, weil die Sonne, so tief wie die steht, da wird es bestimmt gleich Nacht werden. Glaube Ja, also ich wohne ja auch nicht weit weg. Also wie gesagt, das sind ja, aber vielleicht wenn. von hier aus einfach der Aber die waren Straße bei dem folgen, Short hier und der. die da drüben lang geht. Die waren beim Shorty, das heißt, sie waren vielleicht 1, 2 Minuten von uns entfernt. Ja, die haben dann eine So wie ich. Hausdurchsuchung gemacht bei denen. Ist das der da hinten, dort, der diese kleine Ja. Lochwohnung sieht? Gelben Scheune. Haus. Das gelbe Ah, Haus da da oben. drüben. Ah, okay. Ja, das ist 1 Minute von hier, das heißt, sie waren hier schon. Das weiß ich nicht, ich war nicht da, ich war gestern um 7. Da in dem Tempel ist eine einäugige Schlange. Einäugige Puppe ist das. Der hat aber auch schon ganz schön Da ist keine hier Schlange. zwei Zelte hier verbarrikadiert. Okay. Ja, und rechts daneben wohnt noch so ein Typ, der hat sich dann eine Holzhütte gebaut. Naja, die sieht man ja auch von hier aus. Wenn man hier einfach mal guckt, sieht man ja von hier aus schon. Der war Vom auch Tower vorhin kann da man die gut gewesen, der hat sehen. Bäume gefällt. Tagsam, Chat, Lernt der da drüben tagsam. wohnt, oder? Ja, der ist ganz nett. Der ist nicht nett. Doch, der ist nett. Ich habe den beobachtet an seinem Feld, der ist da rumgelaufen, nackt mit Gummistiefel. Das ist ein ganz komischer. Also. Ja, vielleicht hat er irgendwie einen Fetisch oder so. Den muss man aufpassen. Leute, ich mache erstmal die Fliege. Man sieht sich bestimmt nochmal. Macht's Ja, gut. mach's gut. Komm gut nach Passt Hause. auf euch auf. Lasst euch nicht von der UN wegfangen. Jo, bis dann. Warte! Nimm noch eine Tomate! Oh, ich danke dir. Wo ist die gelandet? Hinter dir! Ich finde sie nicht. Warte, ich geb dir eine neue. Fang! Wollen wir dann noch mal los nach Wieber? Ja, gehen wir noch mal gucken. Ja. Wir Bin machen es irgendwie dann nicht so noch mal gut im weiter. Boah! Komm her! Tschüss. Bis Da! demnächst. Tschüss! Oh, ich danke dir. Und wie gesagt, könnt ihr jederzeit So, na wiederkommen, dann. ne? Macht's gut. Man sieht sich Wir bestimmt brauchen wieder, noch ja? Männer für die Türme hier. Mach's gut. Wir brauchen Wachen. Ja, also wie gesagt, ich wohne nicht weit von hier. Ich komme bestimmt mal öfter vorbei. Ja, 91,3 Funkfrequenz. Also dann. Ich mach mal Gut. an. Hallo, ist jemand im Funk? Hallo, ist im Funk. Ich hör dich nicht. Ich Du bist nicht auch im nicht. Funk. Ich weiß, aber ich breche durch dein Funkgerät. Ach so. Hallo? Ja. Jetzt bist Hallo? du im Ist hier Funk. wer? Ich bin auch nicht im Funk. Hallo, Punktcheck? Ich habe die beiden ihr Funkgerät angemacht. Hallo? 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 Jemand im Hallo? Funk? Ja, Ja. Funkcheck. Okay, Wer hat die das Hühnchen klappt schon mal. hingeworfen? Alles klar, Mann. Haben wir noch Feuerholz? Hallo? Mila, haben wir noch Feuerholz? Ja, kann man ja schnell besorgen. Hey, wenn nicht die Mahagonibäume gefällt. Hallo, der Baum ist älter als wir. Und der nicht, oder was? Naja, der ist hässlich.
Okay, das reicht. Der fällt da gar nicht um. Tag zum Chat. Wie geht's? Ich war jetzt heute frei, aber wir machen so eine Stunde ein bisschen. Ein, zwei Stunden so auf ganz entspannte Basis. Und es leckt hier wie die Hölle. Irgendwas stimmt hier nicht, Alter. Ich glaube, das ist das hässliche Zelt. Ja, die drei, die du reingepackt hast, sollten reichen, oder? Da können noch ein bisschen kann da nur rein. So, das reicht. Warum wollten wir jetzt nochmal ein Feuer machen? Fürs Ambiente. Ach, und da liegt Chicken drauf. Tag zum Chat. Hallo. Ich weiß nicht, ob das der See ist. Manchmal habe ich hier Probleme, manchmal nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Nilze, danke schön für den Resub im 32. Tag zum. Aber wir müssen die Lichter nur anmachen. Naja, ich gehe aber weiter meine Tour machen, ne? Okay, viel Spaß, pass auf dich auf. Bestimmt später noch. Wenn du die Soldaten siehst, renn weg. Bei den ganzen Geschichten, die man hier hört. Dreckigen Penner, die. Ich werfe mir Tomaten auf die. Bis denn, ne? Tschüss. Boah, heute hatten wir aber viel Besuch. Mhm. Wie lange dauert das Räuchern denn? Kochen. Oh, ich glaube, das ist nicht gut. Verpiss dich. Hast du gerade gesagt, verpiss dich? Giffy, ja. Wo ist der? Ich kann dich immer noch riechen. Hier bin ich, hi. Oha, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich hab dich angeschlichen. Echt? Boah. Ich seh den übel schnell. Ja, das ist, wenn du das ganze Gras nicht siehst mit deiner dreckigen Brille. Hier, Giffy, nimm mal, wir haben gerade getauscht. Nimm mal die Netzfläche da. Die Netzgeflechte. Tu die mal bei dir. Dankeschön. Dann bauen wir noch einen. Hast du aufgehoben? Ja, einen zweiten. Ja, habe ich. Ich habe auch noch welche in eine Dings drin. Einfach verdient, Herr. In eine Barrel. Wir brauchen noch ein paar Jutebeutel jetzt. Ja, können wir ja. Ja, hätten wir gerade den ganzen Leuten sagen müssen, ne? Vielleicht hätten die welche mitgenommen dann. Ist da hinten nicht Licht an? Boah, ist das dunkel. Hallo, ist hier einer am Funk drin? Hallo? Doch. Da ist Licht an. Wir haben Funk drin. Scheiße. Was ist denn die... Alter. Warum räuchert denn der Dönersteak nicht? Why?
Hast du gesehen, wie viel Essen die da gelassen haben, Mila, in den Zelten? Hast du gesehen, wie viel Essen die da gelassen haben? Viel. Ja. Ja. Ah, jetzt ist fertig. Komm, wir gehen mal rüber zu dem Shorty und gucken, ob der zu Hause ist. Mhm. Wartet auf mich. Nö. Komm. Okay. Hä, wer bist du? Hi. Ach, du bist es. Ich war gerade hier, ich hab Hirsch gerade geschossen. Hast du Usable jetzt? Nicht hier. Wir brauchen Jutebeutel, wir tauschen. Genau. Ich hab Batterien. Batterien auch? Haben wir heute sogar schon 5 Stück ertauscht. Jutebeutel und Batterien. Brauchst du irgendwas? 7 Stück, ich hab auch 2 ertauscht. Ich brauch nur für die K98 Munition, mehr nicht. Welche Munition kommt da rein? 7.62x54. 792 57. Ich habe keine Ahnung, ob wir die Munition haben. Knapp dran. Was? Was? 762er kommt in die Mosin. Ich habe so eine Munition nicht. Auch nicht leider. Ich denke benutze auch nicht. Hey. Was machst du da? Oh, ganz ruhig. Der ist weg. Meine Fackel aus. Warum? Ich brauch die doch für den Heimweg. Ach so. Ich sehe nix. Hilfe. Du siehst genauso viel wie ich. Wollt ihr das Fleisch haben? Scheiße, ich brauche eine Batterie. Ich bräuchte eine Batterie. Hab ich 2 Stück. Aber ich kann dir nichts anbieten dafür gerade. Ich kann dir eine Kochsalzlösung geben. Die würde ich halt auch nehmen. Warte, ich komm mal hier zum Postkasten. Hier kannst du dir alles nehmen, was drin ist. Das sind so Spenden, die hier hinterlassen werden. Ich leg noch mal ein Zelt rein, Curtis. Okay. Da ist sogar ein ganzer Medizin-Dings bei mit Morphin drin noch. Wenn du davon irgendwas brauchst. Da ist eine Kochsalzlösung drin, die kann ich dir fertig machen. Ja, dann schmeiß ich dir die Batterien da rein. Ich tue eine Kochsalzlösung rein, hab ich. Was? Klar. Braucht ihr Hirschfell? Felle? Ja. Wie viele hast du? Jetzt habe ich gerade nur 1. Ich würde halt mal da Dings draufpacken, auf diese Zelte. Aber ich glaube, man braucht 4 Stück dafür. Ich kann das nächste Mal, wenn ich wieder hier hochkomme, kann ich welche mitbringen. Oh, willst du einen Teddybär? Ne, habe ich einen. Okay. Ja, das wäre cool, wenn du nächstes Mal Felle mitbringen würdest. Könnten wir tauschen. Ich kann Felle, kann auch Zelte mitbringen. Die sammeln sich langsam Zelte, an. Zelte reicht, haben wir, glaube ich, alle. Außer wir könnten vielleicht draußen eins aufstellen. Ja, keine Ahnung, sagt, was ihr braucht und ich kann ja gucken, dass ich es nächstes Mal mitbringe. Jutebeutel und Felle. Was habe ich da? Muss ich halt nur wieder mit Glück nach unten finden. Zu deinem Lager dort? Ja. Na gut, was heißt Lager? Ist ein Zelt, wo alles drin liegt. Wer ist halt Lager? Ja, halt mobiles Lager. Ja, wenn du nächstes Mal runtergehst und wieder hochkommst, dann bring mit. Und ich guck, dass ich Mosin-Munition finde. Ja, Mosin und... Und, ja, okay.
Komm, wir gehen mal den Shorty besuchen drüben, wenn er da ist. Wer ist Shorty? Der wohnt da drüben. Der wurde gestern von den UN-Soldaten überfallen. Was heißt überfallen? Die haben eine Hausdurchsuchung bei dem gemacht. Oh, Akbitubu. Ich will mal nachfragen, ob die bei dem zu Hause waren oder ob das woanders war. Aber bis jetzt habe ich echt nur Schlechtes über die UN gehört. Oh ja. Die sollen wohl auch das ganze Airfield vermint haben. Alina, danke schön für die Biester beim 21. Wie sieht's aus mit Rust? Keine Ahnung, Bruder. Warum? Ganz viel. Außerdem hat Moonlay geschrieben, dass der Server gelöscht wird. Vielleicht gucke ich beim Papa mal vorbei. Aber alles mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ja, der Rust-Server wird schon gelöscht. Irgendwie so, hat Munda bei Twitter geschrieben. Hallo? Siehst du jemanden? Hallo? Hallo? Da sitzt doch einer. Ey, du da. Ey. Brauchst keine Angst haben. Wir kommen vom Camp drüben. Okay. Bist du Shorty? Chill gerade. Was ist denn los? Ja, nein, du, Shorty ist noch nicht wach. Bist du hart, Diggern? Ich chill. Normalerweise schläft man zu der Uhrzeit, ja? Ja, aber du schläfst nicht. Nee. Aber du störst mich ja auch. Ich kann ja auch nicht schlafen, verstehst du? Hä, du sitzt da. Warum zeigst du Mittelfinger? Ich hab dir nichts getan. Weil du dir den Laserpointer in die Augen hältst. Das ist kein Laserpointer, das ist eine Kopflampe. Hä? Du brauchst dich gar nicht verstecken. Ich hab vielleicht nur noch eine Augen. Wer ist denn da bei dir zu Hause? Was sind da für Stimmen? Sag mal, wir haben gerade im Camp gehört, dass der Shorty von den Soldaten, dass hier eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Stimmt das? Ja, gestern, ja. Hier? Ja, hier hinterm Haus gleich. An der Scheune. Aber Digga, baust du da eine Küche auf? An der Scheune oder was? Ja, hier vorne gleich, ja. Wir haben uns Handschellen angelegt und haben uns die Sachen abgenommen. Welche Sachen haben die euch abgenommen? So, wir hatten so US-Gewehre gefunden gehabt und diverse Rauchgranaten. Aber das haben die euch weggenommen? Weitergenommen. Ja. Weißt du, ob die auch drüben im Camp waren? Das weiß ich nicht, aber die haben hier patrouilliert, so wie es aussieht. Wie viele waren das? Oh, das waren viele, Mann. 6, 7. Wenn der Shorty aufsteht, kannst du ihn mal rüberschicken? Wem denn überhaupt? Was? Zu wem soll ich den denn schicken? Ja, zu mir, Curtis. Und zu Mila. Okay. Wir sind drüben von der Zuflucht. Mach ich. Wir haben euch auch was mitgebracht. Hier. Was ist das? Ein Teddy. Ich hab gedacht, ihr seid traurig. Nee, aber die brennen gut. Oh, der ist gar... Oh, warte. Warte, ich schmeiß den rein. Wer ist denn die Dicke da? Ist das die Mila? Ey! Hey, was für Dicke! Ach so, nee. Komm ah, raus, nee. Wenn du dich traust. Das Fenster ist so klein, ich hab das nicht richtig gesehen. Die ist nicht dick. Der passt nicht da durch! Ich leg dir den vor die Tür. Ja, ist Güffi wach? Der ist nur mal im Zelt schlafen ein bisschen. Okay. Warum? Alles klar. Weiß ich Bescheid. Was willst du von dem Kleinen? Der wollte von mir Jutebeutel haben. Habt ihr ja, noch ein paar Jutebeutel? Wir brauchen Jutebeutel.
Ja, gute Beute, ja. Hast du welche? Ja, kannst du uns auch geben. Na, ich hab erstmal nur einen, aber ich hab auch eine Frage, sag mal, wo kriegt man so ein Bauarbeiterlicht her? Wie das findest du? Musst du ja, in Scheunen und sowas gucken. Was ist das für eine dumme Frage? Ja. Ja, habt ihr eine zum Abgeben, Mann, Alter? Kannst du nicht schalten oder was? Dumm? Du kannst mit dann zur Zuflucht kommen und dann können wir tauschen gegen Jutebeutel. Genau, komm mit zur Zuflucht. Ja, ich hab nur... ja, gib mir ein Licht gegen den Jutebeutel. Danke, ja, danke. Ja, du kannst meins haben. Ja, ich einer. Bin auf dem Weg, alles gut. Das hab ich gehört. Was für ein Volltrottel. Brauchst du einen Schraubenschlüssel? Idiot. Ah. Ob du einen Schlaubenschlüssel brauchst? Schlaubenschlüssel! Ich brauch keinen Schlaubenschlüssel! Tu dir den Teddy hier vom Ding. Und zwei Holzbretter. Da hat der Teddy eine Bank zum Sitzen. Ja, jo. Ja, kommst du jetzt raus oder nicht? Nein, ich kann nicht, Mann. Ich bin untenrum nackt. Du hattest gerade nur eine Hose an. Was erzählst du denn da? Was ist das für ein komischer Typ, Mann? Könnt ihr mal aufhören, in die Fenster zu gucken? Du bist doch gar nicht nackt. Doch, bin ich. Okay, dann komm zur Zuflucht. Ruhe. Ich leg dir das Licht vor die Tür, ne? Jaha. Ja. Sind die nicht in Los Santos, du Idiot? Das leuchtet rot. Ja, kannst du sehen, die kommen gleich. 5 Minuten. Ja, hol es schnell rein, sonst wird es geklaut. Stress. Froh, dass ich keine Handgranate dabei habe. Bis später. Also langsam wird das echt lustig hier, wenn sich alle ansiedeln. Aua, mein Nacken. Schraubenschlüssel für Küche aufbauen, ja. Ich bin Licht da drüben an, der Idiot. Ui. Guck mal, hier sind die FPS noch komplett normal. Versteh das nicht, Mann. Und jetzt fängt das an. Einen wunderschönen Hack ist. Hallo Robert. Wir springen an unserem Turm rum. Hallo? Ja, Mann, hallo, wir waren eben schon hier. Wir haben nur jemanden aufgegabelt, so, der hierher wollte. Den haben wir hierher gebracht. Einen wunderschönen zusammen. Tag. Wir waren gerade drüben beim Shorty, aber der ist nicht da. Aber die Soldaten waren wohl gestern hier oben. Also bei dem am Haus. Und die haben den hat er mir auch Rauchgranaten gestern und alles weggenommen. Oh, da kommt schon wieder ein scheiß Flugzeug. Für die scheiß Drecksoldaten. Statt die uns. Aber das hat jetzt genau auf sich mit diesem Flugzeug. Ich hab gehört, der. Ja, die schmeißen Sachen am Airfield ab. Der Hilfekisten ab. Genau. No. Auf dem Airfield. Fucking Wichser! Arschlöcher. Der schmeißt die zum Airfield. Ja, der schmeißt die am Airfield ab. Ja, und nur dort. Die UN. Und wir können verrecken. Hier außerhalb kriegt niemand was. Ja, die Reichen werden immer reicher und die Ärmeren werden immer ärmer, ne? So in etwa. Sauerei. Kann ich euch irgendwas Gutes tun? Braucht ihr irgendwas? Wir sind auf der Suche nach Fellen und Jutebeuteln. Ja, Jutebeuteln hätte ich nicht, aber Jutestreifen. Ja, und wir sind ja auch. Fälle? Ich hab. Bei mir sind gegerbte Felle.
Felle für diese kleinen Shelter-Dinger hier, damit Leute hier auch übernachten können. Braucht man da gegerbtes Fell? Also nee, Leder? Kann man doch normales nehmen, glaube ich. Ich habe das gegerbt schon. Also ich habe so bestimmt 15 oder 20 Felle gegerbt. Ja, wir würden hier nur so Shelter bauen, damit Leute hier übernachten können. Ja, ich kann die ja mal herbringen. Das ist gar nicht... Also wenn es wieder hell ist, würde ich da kurz hin zu mir laufen und dann würde ich die holen. Wäre cool. Weil ich weiß tatsächlich gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich wusste noch nicht, was ich damit anfange, aber gut, dass ich es gemacht habe. Und Jutebeutel, um daraus halt so Ghillies zuzubauen, ne? Ja, Jutestreifen hätte ich noch. Ja, Jutestreifen ist ja. Zwei Stück. Ja, würde ich nehmen, was willst du dafür haben? Ich weiß nicht, braucht ja dann wahrscheinlich auch Netzgeflecht. Ja, auch. Da habe ich leider nur einen von. Ey, das ist jetzt kein. Ich kann ja gerne über Nacht. Dafür gebe ich euch dementsprechend die Sachen. Du willst mit mir eine Nacht verbringen? Nein, ich würde hier übernachten. Ach so, nicht klar. Mit dir. Ja, hier, du kannst hier in einem Unterschlupf schlafen, wenn du willst. Da kannst du auch Zeug reinpacken. Ja, das. Musst aber aufpassen, ne? Hier kommen manchmal Banditen vorbei, die klauen. Idioten, die. Ja. Ansonsten mach ich die Sachen am besten hinpacken. Du kannst sie auf den Boden legen, ich nehme die mit dem Rucksack. Wenn du Essen brauchst, musst du in den Zelten gucken. Kommen ab und zu immer ganz viele Jäger hier vorbei. Ja, ein bisschen hätte ich noch. Ui. Kannst du dir gerne wegnehmen. Danke. Ja, Essen ist in den Zelten drin. Da vorne haben wir auch eine Barrel stehen, da kann man Zeug ran tun, was ihr nicht mehr braucht. Falls immer jemand vorbeikommt, der irgendwas braucht, der kann sich da was rausnehmen. Und das ist jetzt euer Lager. Wer seid ihr jetzt? Das ist eine Zuflucht für alle. Da vorne ist unser kleines Lager. Okay. Aber hier kann jeder hin. Außer die verkackten Soldaten. Ich lass sie mal im Fallen hier. Boah. Ist da genug Licht hier? Ja, außer dem Rauch im Gesicht. Ja, dann such dir hier einen Shelter aus, ich weiß nicht. Hier ist ein Kochtopf drinnen noch. Das hier ist, glaube ich, frei. Ah, hier ist nur ein Stock drinnen. Der Kochtopf, das ist unserer. Ja, dann kann er ja in dem hier gehen, so lang. Dann passt er da. Also, so, ich nehme einfach den hier. Okay. Wenn du was zum Kuscheln brauchst, die Mila hat heute Zeit. Ne, Mila? Ne, Mila? Will einer eine Tomate? Wenn ich gleich die Felle hole, braucht ihr noch irgendwas? Irgendwie Batterien oder sowas? Oh, wir können alles gebrauchen, ne? Oi! Warum hab ich den weggeworfen, Idiot? Braucht er auch noch irgendwie eine Autobatterie? Zum Tauschen oder zum Schenken? Zum Tauschen. Ich bräuchte Schrotflintenmunition. Schrotflintenmunition? Ja, mir geht langsam die Munition aus, ja. Ja, da musst du auf den Giffy warten. Der macht das hier mit der Munition. Ich habe keine Ahnung, ob wir was haben. Ich habe hier welche hingelegt. Da, siehst du, so geht das. Ich würde die Autobatterie tatsächlich gerne nehmen. Reicht dir das? Viel mehr habe ich. Ich habe noch. Die habe ich noch. Okay. Ja, die nehme ich gerne. Auf dem Weg von Süden nach hier oben ist mir dementsprechend die Munition ausgegangen. Und viel Munition hatte ich jetzt auch nicht dabei, um halt dementsprechend wild zu jagen. Aber du jagst mit einer Shotgun? Was? Das ist ein Jagdgewehr. Ja. Ich zeig euch die mal. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Elefantentöter. Das ist eine zweiläufige Schrotflinte, eine BK-43. Okay, hab ich keine Ahnung von. Ich habe einfach das erstbeste geschnappt, was ich gefunden habe. Bitte was? Ich
Ich habe einfach das Erstbeste geschnappt, was ich gefunden habe. Außerdem bin ich eher so der Typ vom Schwert. Ja, ich habe ja noch meine Armbrust, wie gesagt. Damit gehe ich ja auch jagen. Oh, dafür habe ich heute Bolzen gefunden, 5 Stück. Ui, ist natürlich schön. Aber frag mich nicht, wo die sind. Der Güffi hat das alles. Güffi! Hallo? Aber der pennt. Ah, dann lass ihn pennen. Schlimm, dass ich jetzt keine habe. Ja, ich habe noch zwei Stück. Ja, aber die kann man ja wieder aufheben, wenn man schießt, ne? Ja, deswegen. Ach ja. Schlechten der so rum. Was? Du schleichst hier so rum. Ich warte auf mein Fleisch. Ach so. Dann kommt denn der Typ von da drüben, der wollte doch rüberkommen. Ja, der muss sich doch erst ausziehen. Der war ausgezogen. Der hat sich doch erst ausgezogen. Ja, bestimmt, weil wir den dem Teddy geschenkt haben. Der ist sogar aus Bomferwolle. Aus was für eine Wolle? Bomferwolle. Ah, okay. Ist das eine besondere Wolle? Oh ja. Eigentlich können wir mal nach Wieber hochlaufen, ne? Da gibt's nicht mehr viel. Ist alles geplündert? Wir waren da eben gerade auch kurz. Ich würde sagen, wir könnten zum Airfield, aber ich glaube, das ist Selbstmord. Ja, da würde ich jetzt auch nicht hingehen. Ich setze mich jetzt erstmal ein bisschen was hin. Mir tun die Beine weh, ey. Also, wenn es gleich hell ist, würde ich zu mir in mein Lager laufen und würde ein paar Felle holen. Das wäre cool. Dann könnten wir hier nur so ein Shelter hingehen. Hat noch jemand 9x19 der Munition? Ich habe welche, aber alles in Magazin. Wie viel brauchst du denn? Um 30 Schuss vielleicht. Oh. Ja, hier. Nimm dir mal mein Magazin raus. Schieß eh nicht so oft. Wobei halt die Klappe, Alter. So ein Trolljunge, ne? Big Boy Prey, danke für den Prime Sub im 5. Kuss zurück. Reicht, danke. Möchtest du irgendwas haben? Ne, passt. Die findet man ja relativ häufig. Stimmt, wir könnten. Ich flitz mal schnell und hol die Felle. Kommst okay. Du mit? Mila, sollen wir zum Triangel gehen? Ja. Will einer mitkommen zu der Military Base? Ich könnte mitkommen, ja. Willst du auch mit? Ne, ich ruh mich erstmal hier aus. Okay. Wenn du hier bleibst und der eine Typ von drüben kommt, vom Shorty, kannst du dem sagen, dass wir gleich wieder da sind? Jo, mach ich. Danke. Bitte. Ist da irgendwas Besonderes? Gibt es da Zelte oder? Da gibt's alles. Und das wird nicht so oft bewacht. Ist ein kleines Stück. Klärt mich mal auf, was hat das jetzt hier mit der UN-Aufsicht zu tun? Ich habe ja gerade schon so mitbekommen, dass die dementsprechend die Abwurfpakete abfangen möchte, dass halt dementsprechend die davon leben. Ist das so richtig? Ja, so wie ich das verstanden habe, beschützen die das Airfield, weil da halt so viel Militärkrams rumsteht, was irgendwie, glaube ich, aus dem Land geflogen wird. Und damit die da beschützen können, beliefert eine andere Base wahrscheinlich die mit irgendwelchen Airdrops, wo irgendwelches Zeug drin ist. Keine Ahnung. Die beschützen auf jeden Fall das komplette Fluggelände. Das soll auch alles vermint sein. Wo
wir da reinrennen, haben sie natürlich Schussfreigabe, wa? Ja, ich denke, jeder hat hier eine Schussfreigabe auf alles. Ich meine, wer will dich daran hindern, ne? Ja, natürlich. Gibt ja keine Polizei mehr. Prepper, ich war gestern schon wieder gesund, aber ich bin heute durch einen Bug gestorben. Vorhin. Nach diesem komischen Anomalie-Scheiß bin ich durch den Boden geglitscht und gestorben, Alter. Und ihr sammelt quasi alles, ja? Batterien von Jutebeutel bis... Wir haben so einen Outpost gebaut, ne? Wo wir dann tauschen mit anderen Leuten, wo... Hast ja gesehen, der eine bleibt jetzt da und Dings chillt. Der andere ist da schlafen gegangen gerade. Ist halt wie so eine Zuflucht für alle. Ja, das außer für Banditen. Gut, ich komme jetzt nämlich vom Nordosten. Hab mich dann dementsprechend nach Süden geschlagen und ja, von da aus dann die Küste abgelaufen. Ja, wir sind gestern auch in den Süden gelaufen, das war eine absolute Katastrophe. Wir mussten einen zurücklassen, ich bin krank geworden. Ich muss ja sagen, mich hat es mehr oder weniger nach Norden geschlagen, weil auch das Wild geflüchtet ist. Aber hier in der Umgebung ist viel. Ja, habe ich schon. Bei uns kommen andauernd Jäger vorbei, die Fleisch abgeben. Mila, weiter rechts. Ja, wir haben gestern nur das Krankenhaus in Tscherno in Dings geplündert. Elektro oder Tscherno? Ich glaube Elektro. Und da haben wir Antibiotika gefunden. Da habe ich mir vier oder fünf Stück reingeorgelt und dann ging das wieder. Mila, weiter rechts. Aber es ist wahrscheinlich hier alles geplündert. Ja, da werden wahrscheinlich Plünderer unterwegs gewesen sein. Egal, vielleicht haben die was zurückgelassen. Man findet immer mal wieder was. Adrian, danke schön für die B735. Zap nix, bisschen Daisy Permikiss. Heute auf einen freien Tag. Woher wisst ihr, wo lange ihr da lauft? Weil wir hier wohnen, schon lange im Norden. Wir kennen die Militärbase schon. Oder meinst du das jetzt so aus RP-Sicht? Oder aus einfacher Game-Sicht? Hallo, Miss Diva-Leinchen. Hallo, Tank Hulk. Ne, aus Game. Ich kenn die Map auswendig komplett. Also fast. Ich weiß, wo hier alles ist. Hallo, Logi. Und aus RP-Sicht wohnen wir hier schon sehr lange oben im Norden und kennen das alles auswendig. Hallo Mert. Da müssen wir aufpassen jetzt, ne? Am besten nicht schießen. Mila, hast du dein Schwert? Na, dann nehme ich nur eine Armbrust. Ich bin der Ritter der Kokosnuss. Boah, das Schwert ist richtig sick, ne? Kann ich nur empfehlen. Ist genauso stark wie eine Feuerwehraxt. Müsste aber zu einer Burg wandern. So auf Metabasis. Du bist ein Ärgerer. Immer noch in dem Haus, Lucky? Also wenn die Welt mal untergeht, muss ich mir jetzt erstens das Museum ein Schwert besorgen. Wenn du lautlos töten willst, ja. Obwohl, ich glaube, das nicht viel bringt, das ist eine Armbrust besser. Bist gar nicht gestorben, du schaffst das schon. Nix. Alles tot. Ich
Ich glaube, hier ist alles tot. Ah, hier liegen noch Turnschuhe. Ja, alles tot hier. Wurde schon geplündert. Hallo? Ja, die Türen sind auf jeden Fall offen. Oh, hier liegt eine Waffe. Erschossen. Kann aber nicht so lange her sein. Mila? Hier ist alles frei. Drüben liegen mir leere Magazine. Wo sind deine Kollegin hin? Das frage ich mich ständig. Okay. Die geht schon ihren Weg. Ihr irgendwas? Ja, Tinkepäckchenzeit. Mila! Mhm. Hast du irgendwas gefunden? Nee, ein paar tote Beißer. Also ich glaube, hier war vor kurzem jemand. Ja, haben wir auch gefunden. Ich habe nur Schrott gefunden. Aber ich habe was anderes Interessantes gefunden. Aha. Alles geplündert hier. Ja, hier ist nichts mehr. Hier werden wir kein Glück mehr haben. Alles gut, hast du dir wehgetan? Nee, alles gut. Was passiert? Nichts, ich bin nur da runtergeschwommen. Wir lassen nach Wieber zum Industriegebiet. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Hallo, MDK.
Güffi, die Leute waren im Lager wegen Amu, ne? Wegen Dings, Munition und so, und du warst wieder im Pen. Ich kann da dort Schloss nicht aufmachen wegen Stream. Und sehen alle die Geheimzahl. Okay, ich glaube, den hatten wir übersehen. Hier ist auch noch einer. Auch schon tot. Wo ist die Mila jetzt schon wieder hin? Die ist nach da vorne gelaufen. Ich höre hier noch einen Beißer. Da vorne ist die. Auf was hast du geschossen? Auf gar nichts. Hä, du hast sogar geschossen. Scooby-Doo, danke schön für die Prime, macht's hinten, bin auch mal wieder dabei, du Lugner. Ich bin kein Lugner, ich bin Wahrheiter. Ihr seid die größten Ärger auf Twitch. Schon immer, seit 2017 und schon davor. Ich mach nur die Kiste hier an und stream und hab Spaß und ihr ärgert mich den ganzen Tag. Entweder straft ihr mich mit Stille oder ihr klaut meine Tinkepäckchen aus dem Kühlschrank. Nix Ruhe, ihr Ruhe. Ärgere. Trinkt doch eure Tinkepäckchen, ich trinke Reinfeldsquelle. Klassik. Aber Tinkepäckchen sind mir egal, solange ihr meinen Duplo-Vorrat nicht findet. Ja, Pepper, wann soll ich sonst online kommen? Abends, es ist Primetime. Doch, Wolvik Minze habe ich auch. Habe ich aber noch nicht aufgemacht. Das hat doch gestern einen ganz komischen Nachgeschmack gehabt, als ich das probiert habe. Was sind die so schnell? Hallo Hannes. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr kleinen Stinknasen. Aua. Ruhe. Kannst du dir sie empfehlen? Mittlerweile schon, ja, mit den ganzen Mods und so. Du bist halt der Spieler, so, ne? Du entscheidest, welche Story du spielst in Daisy. Auf offiziellen Servern würde ich jetzt nicht spielen. Weil da läufst du dann hier so rum und dann knallt dich einfach irgendeiner ab. Dann kannst du wieder hier hinlaufen. Hab ich da Handschuhe? Da liegen Handschuhe drin, ne? Noch keine Löcher. Oh. Reifenreparaturset. Oh, da vorne ist eine Basis, glaube ich. Wo? Oh. Geradeaus, in der Scheune. Müssen wir aufpassen. Ja, nicht, dass irgendwelche Plünderer hier sind oder irgendwelche Banditen. Ich weiß nicht, wer der ist. Ich habe den getroffen bei uns an der Zuflucht. Der wollte mitkommen zum Militär.
Sieh nicht gut aus, du Wichser. Schieß den um, der Loot. Als Maul, Junge. Schieß nur die Soldaten um, sobald ich einen Sniper habe und einen Ghillie. Dann geh ich die Hand. Und klau Airdrops. Oder werde sterben. Hukalu! Tagsam! War auch Absicht von Güffi gestern. So viele Leuchtstäbe, Mann. Denkst du, das lohnt sich auf der PlayStation 5? Ja, auf PlayStation 5, ja. Auf PlayStation 4 soll das unheimlich doll lecken. Ey, ich zeig euch jetzt mal was. Vielleicht ist das hier noch drin. Ich zeig euch ein Easter Egg in DayZ. Boah, Mila. Mila? Wo ist die? Die ist hier vorne. Mila, willst du eine weiße Leggings? Nein, danke. Okay, ich kletter mal kurz. Na, weißt du, wie oft ich schon auf offiziellen Servern gestorben bin? Alter, da redet keiner mit einem. Die knallen dich sofort ab. Und leider gibt es keine Modded-Server auf PlayStation. Ich falle hier nicht runter. Ich bin stark. Oh, hier liegen Sachen. Zeig euch ein Easter Egg. Gibt es das noch da? Hey, man kann da nicht mehr... Mann! Mach ich das jetzt so, mir doch egal. Ist sogar tatsächlich noch da. Kanntest du das nicht? Das gibt's schon seit der Arma 2 Mod, glaube ich, ne, Lucky? Ist einer unten? Aufpassen! Wohnt einer. Ich kenne auch noch so jemanden, der das mal selbst gespräch ist. Ich hab irgendwie Stimmen im Kopf. Auf Namax gibt's Exhibit. Guck mal, da vorne liegt noch ein Apfel. Ich glaube, der sieht gut aus. Ich weiß, da man mit Shift runtergleitet, aber ich möchte laufen. Weil die Handschuhe gehen davon kaputt und die nochmal zu finden. Eieiei. Chris, du alter Backseat-Gamer, du. Aua, in mein Herz machst du mir. Magst du den Apfel haben? Ist gerade vom Baum gefallen. Manchmal sind die da, manchmal nicht, warte. Jo, bitte, bitte.
Sollen wir mal da vorne zu der Scheune gehen, gucken, ob jemand zu Hause ist? Mhm. Vielleicht braucht er einen Benzinkanister. Vielleicht zünden wir seine Hütte auch einfach an. Das habe ich ja auch gerade gedacht. Feuerzeug habe ich dabei. Ich auch. Streichhölzer. Wenn nicht, dann schießen wir einfach auf den Kanister. Amerikanische Flagge. Ui, amerikanische Sneaker und Ski. Bitte was? Mila, du bist über den Hühnchen gelaufen. Das arme Tier. Jetzt müssen wir... Oha, das kann fliegen. Zack, kriegt er ein. Mit dem Gaskanister. Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallo? Mila. Da liegt eine Axt. Da. Hier liegt eine Axt. Hier liegt eine Axt auf dem Boden. Oh. Nimm die mit. Oh. Gaslampe. Hallo? Jemand zu Hause? Oh, passt auf Sprengfallen auf, ne? Oh, abgeschlossen. Ja, ich guck gerade schon. Ja, ich bin vorhin durch den Boden geglitscht. Bei der Anomalie, leider. Die haben da auf jeden Fall einen Stromgenerator drin. Oh, ich kletter mal hoch. Ja, guck mal, ob da oben durchkommst. Oh mein Gott. Da ist eine Mine hochgegangen. Habt ihr das auch gehört? Da ist eine Mine hochgegangen. Ach, auf dem Airfield. Da ist wohl jemand gestorben. Da wollte sich, glaube ich, jemand aufs Airfield schleichen. Der ist gestorben. Scheint auf jeden Fall keiner zu Hause zu sein. Ja, einen Stromgenerator haben sie unten drin. Das konnte ich jetzt durch den Schlitz sehen. Genau, reißt einfach die Flagge ab. Hier wohnt ja eh keiner. Oh nein! Aua! Vorsicht! Vorsicht! Aua! Ah. Aua, aua, aua. Ja, keine Ahnung, Vibor. Ich bin leicht gefallen. Ich glaube, der hat nichts dagegen, wenn wir ein paar Tomaten mitnehmen. Sei froh, dass ich deine Base nicht einstopfe, Brad. Ich habe auch gedacht, scheiße, jetzt ist das Bein gebrochen, aber ich habe alles dafür bei mir, Dings. Kann der nicht mitnehmen?
Was denn? Den Kanister? Eigentlich schon. Weil die Base Brad Lackland heißt, Junge. Deshalb. Mech 1887, Dankeschön für den Prime 31. Winke, winke. Und Little Shadow, Dankeschön für den Wies am 26. Wer ist draußen? Der Gaskanister, den habe ich von aus Vibo. Der ist nicht von dir. Ich glaube nicht, ich riskiere doch nicht, dass du mich aus dem Gebüsch abknallst. Ist irgendwo wieder ein Hühnchen. Ja, wir gehen ja eh in die Stadt, ne? Oh, eine schwarze Cargohose. Kein Platz. Ist jetzt die Frage, hat deine Kollegin den Zombie da vorne umgebracht oder lacht er jetzt hier schon? Weiß ich nicht, Mila! Aber die kannst du. Oh, vergiss nicht, rennt immer vor. Keine Ahnung, wo die wieder hin ist. Ich hab ihn nicht getötet. Ach, okay. Du schwätzt, Gordon. Irgendwas gefunden? Paar Tabletten. Apropos Tabletten. Auch einer Vitamine? Auch da welche? Ne, ich hab alles von jedem, glaube ich, fast dabei. Dann auf zur Zuflucht. Schnell weg hier. Hier ist doch schon wieder alles geplündert. Ja. Irgendwelche Plünderer hier schon wieder unterwegs gewesen. Genau wie wir. Na, wenn die im Gras versteckt sind oder gut platziert sind, sieht man die nicht so schnell. Und du lach mal nicht, du rennst auch noch in die Mine. Denn hast du mitbekommen, dass wir in die Mine hochgegangen haben, Erfied, ne? Der Bomber geht zu N. Hallo Ömekes. Tag zusammen.
Boah, warte ab, wenn ich eine Sniper finde, Junge. Ich sammle schon Magazine für die CR. Dann brauche ich nur noch meinen Gilly. Griffy hat seinen schon fertig und dann komme ich euch jagen, Junge. Warte ab. Ihr werdet nicht sicher sein. Hausdurchsuchungen beim armen Shorty gemacht. Tränengas habt ihr da reingeschmissen. Weil er sich nicht ergeben wollte. Ich hetze einfach alle auf euch auf. Ja, das kann sogar sein, dass ich als erstes sterbe. Mit der Zuflucht machen wir das dann einfach so, dass wir die übergeben an andere Zivilisten. Und solange Goofy, Mila und Lucky noch leben, können die ja weitermachen. Ich weiß gar nicht, was ich mache, wenn der Charakter stirbt. Oder wenn ich mich dazu entscheide, den sterben zu lassen. Schon fängt es wieder an zu lecken hier. Kacke. Aua. Hallo? 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 Wir haben einen Benzinkanister gefunden. Oh, nice. Ja, wir haben die Felle gebaut. Hi. Man hört dich, Goofy. Du brauchst dich gar nicht verstecken. Was wolltest du denn für die Dinge haben? Schade, hätte ja klappen können. Für die Felle? Am ehesten Nägel. Boah, ich glaube, wir haben keine mehr. Wir haben vorhin alle abgegeben. Nee, leider nicht. Ich habe meine letzten Packung rausgegeben. Aber ich habe einen Auftrag nach einer Sache, die ich suche. Okay. Wenn einer die findet, ich tausche gut dagegen. Okay, was denn? Dann erzähl mal. Eine andere, das ist... 70 Tundra, habe ich noch nicht gefunden, aber wenn ich eine finde... Die sind in den Jägerständen und so und eventuell sogar noch mit Hunting Scope. Ich habe vielleicht eine. Du hast eine? Vielleicht. Bin mir nicht sicher. Okay, na. Dagegen. Wir sind uns bestimmt einig. Bestimmt. Also ich habe einiges an Leder und ich habe noch zwei Wolfsfälle. Ja, aber du wolltest Nägel haben, ne? Vielleicht noch andere Schuhe. Ja, ich würde auch, also ja, was brauchen wir noch? Autoteile brauchen wir. Wir wollen mal gucken, ob wir ein Auto zum Laufen bekommen. Autos habe ich noch nie gesehen. Ich werde mich mal eben kurz frisch machen. Da bezieht er ja kein Trinkwasser raus, oder? Nee. Aber verscheuch uns nicht die Fische. Kurz rasieren. Mit deinem Schwanz. Nein, ach Quatsch. Also. Ich würde euch auf jeden Fall so schon mal da lassen, was man dann am Ende dafür, was wir dafür nehmen, am Ende kann man ja dann noch auf irgendwann. Ich guck mal, ob ich irgendwas hab oder so. Moment. Ja, guck mal. Goofy? Ja. Mach mal Schloss auf. Okay, geh weg vom Tor, nicht, dass du das vom Kopf kriegst. Jahre später. Hey, ganz ruhig. Ich sammle schon fleißig Rauchgranaten und so. Ich habe hier ein Laservisier gefunden, ne? Ui. Wo ist meine Knarre? Fuck. Ui. Oh, wir haben echt keine Knarren. Und da kann ich das nicht dran machen. Sammeln. Ich bin am Sammeln von einem zweiten Gilead. Ja, hier. Ich vorhin getauscht. Ui. Ach, hier ist auch noch eins, habe ich rausgelegt. Netz. Da
Tag wo? Zusammen. Hallo. Mahlzeit. Hi. Hey, ihr wart doch... Ja. Ja. Du kannst zurück. Hi. Mit den Bolzen haben wir noch viele, ne? Der Typ draußen an der Armbrust, ich geb dem 10 Stück. Tag, Tag, wir haben das hier gestern noch gefunden. Ah. Nice, nice. Oh, den tue ich mal lieber weg. Am Stissel, Alter. Oh, Mr. Adidas, Mann. Mahlzeit. Ich weiß nicht, was ich dir geben könnte für die Fälle, ehrlich nicht. Ich habe eine FNX oder so. Brauchst du Waffen? Ich bräuchte ein Visier für die... Mosin, für ne? die Springfield. Ziehen für die Springfield und Munition für die Springfield. Wo ist denn unser Freund, mit dem wir gerade Militär waren? Der mit der Armbrust. Ich bin hier unten. Ach so. Ich rasier mich gerade. Ich hab was für dich. Ich dachte, du rasierst dich. Ich hab hier noch Bolzen. Du hast ja die Armbrust, ne? Ja, ich hab die Armbrust. 10 Stück. Was willst du dafür? Nix. Oh, ich danke dir. Kein Ding. Boah. Nein. Ich hab keine Ahnung. Giffy, was können wir dem geben für Leder? Ich würde euch das auf jeden Fall schon mal hier hinschmeißen. Ach du Scheiße. Wie viel Leder hast du? Boah, wohin damit? Ja, die Tonnen hier sind irgendwie alle schon ziemlich voll. Ja, hier ist alles voll. Okay. Nicht schmutzig, wenn ihr Suchinis weg. Ja, nix. Aus dem Leder kann man hier diese Shelter machen mit so einem Lederüberzug anstatt Dings. Das sind wie so kleine Zeltzimmer, die wir abgeben. Da hat sich vorhin noch einer schlafen gelegt hier. Die Zuflucht, sie lebt. Aua. Schmeißt ihr da gerade Zucchinis weg? Die sind alle vergammelt. Ach so, okay. Wer hat ein Scharfschützenvisier gebracht? Schmeißt irgendeiner. Für die Springfield. Ich weiß nicht, ob das... Probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Hier. Warte mal, du hast Wölfe getötet? Mir leider nix. So. Also wir wohnen in der Nähe von der Burg. Wir kommen ein, zwei Mal am Tag hier vorbei in der Regel. Keine Ahnung, man kann ja dann irgendwie nochmal gucken, wenn ihr dann irgendwie Nägel habt oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, guck mal, dass du sowas hier findest an der Burg. Ja, aber da auf der Burg wohnt jemand. Da hat jemand sich eine Flagge hingestellt auf die Burg. Dann zwingt ihr zum Ausziehen, das ist bestimmt ein Bandit. Bitte? Das ist bestimmt ein Bandit, der da wohnt. Weiß ich, hab den noch nicht angetroffen. Der wohnt seit gestern da, aber ich hab den noch nicht gesehen. Wir haben übrigens vorhin am Airfield gehört, wie jemand in eine Mine gerannt ist, ne? Oh, okay. Aua. Eine Mine? Ja, die haben alles vermint. Der lebt nicht mehr. Der ist tot. Da wollte sich wahrscheinlich einer draufschleichen. Wenn man eine Mine überlebt. Weiß ich, wo ich mich nicht mehr draufschleiche. Oh, ich füll mal die Dings nach. Erstmal mit Brot.
Ist ja auch einer drin. Hi. Eine wunderschön. So viele Leute hier, das macht mich glücklich! Der Adidas-Anzug ist echt cool. Hä? Ah, der ist noch voll. Ja, sollten wir mal einen Aufstand machen. Ja, denn wir ficken euch bald. Mag jemand ein Netzgeflecht haben? Bitteschön. Geh nix. Boah, das war laut, ja. Ich hab alles, was ich brauch. Hallo, das wird nicht weggeschmissen. Wir brauchen das. Und hinter Wiebau haben wir eine Scheune entdeckt, da wohnt wohl jemand. Okay. Nicht mehr, wir haben die Flagge ja abgerissen. Wir haben die Flagge runtergerissen. Wieso das? Weil keiner zu Hause war. Genau. Denkst du an die Tundra, mein Freund? Na klar, ich wollte jetzt eh gleich mal runter zu meinem Lager gehen und gucken, ob ich die da liegen hab. Könnte halt nur dauern. Ja, kein Problem. Sonst noch irgendwas? Wenn du hast, oder Netzgeflechte. Ach ja, der Dings vom Shorty, der Kollege hat dich gesucht, Gefi. Er hat mich gesucht? Da oben, keine Ahnung, ist so ein alter Wichser, der da wohnt noch mit dem. Er ist da im Haus ohne Hose rumgerannt. Er hat eine Küche aufgebaut. In diesem gelben Haus? Ja, ja. Der hat mich gesucht? Ja, wegen einem Jutebeutel hat er gefunden für dich. Ah. Rechts irgendwie neben Airfield sollte so ein Radiotower sein. Weiß einer, wer da wohnt? Nee. Nee, leider nicht. Die haben nämlich einen Revolver gefunden. Ich hab den gesucht. Ich hab den gefunden für die. Also ich muss ehrlich sagen, der Adidas Anzug hat Swag. Das andere Drip, der Junge. Der drippt, wie man so sagt, ne? Der drippt. Der braucht aber noch ein rotes Bandana. Dann ist der ein True Blood aus der Westside. Ja, ja, das... Je, je. Aber ich hab bisher nur braun und schwarz. Bin nur noch, dass er in der Bubble lebt. Ich geh mal eben kurz rüber zu dem alten Wichser und hol den. Der wollte nämlich schon hier sein. Jetzt bestimmt verlaufen. Siehst du Stepler, der drippt? Another nameless ghoul. Vielen lieben Dank für den Wisdom 25. Ey, yo. Was geht? Fühlt sich für mich an, als hätte ich 5 Minuten erst gespielt, schon über eine Stunde vergangen. Das ist unfassbar, Daisy, Alter. Und immer mehr Leute kommen in den Norden und immer mehr Leute fangen hier an, irgendwo ein Haus zu bauen. Und immer mehr hat man zu tun und kann zusammen RPen und zusammen agieren und so. Und andauernd hört man irgendwelche komischen Geschichten über die Soldaten. Das ist richtig geil. Macht süchtig! Slange! Weezy, du bist auch Soldat, glaube ich, ne? Oder? Ich weiß nicht. Dich knall ich als erstes weg. Muss nur bald Hunting Scopes Dings ablaufen. Für eine Waffe, Mann. Ich brauche ein Scharfschützengewehr. Den Teddy hat er schon reingeholt. Hallo? Bist du zu Hause, du alter Wichser? Du hast versprochen, vorbeizukommen. Komm raus, kriegst ein Brett.
Hallo? Habe ich für einen Shorty hingelegt, damit er durch die Tür kommt, damit er über die Stufe klettern kann. Ja, Gesundheit, ich bin nur durch den Back gestorben bei der Anomalie, bin ich durch den Boden gebackt, als ich ohnmächtig war. Dicke Kacke. Das macht mich sauer. Du kannst in deiner Base spawnen, wenn der Nick das nicht deaktiviert hat, ja. Was geht, Fabos? Tinkepäckchenzeit. Ui. Braucht Nägel. Hallo? Wohnt hier jemand? Hausbesetzer. Nix geht, der Siepommes geht. Und Bauchaua. Wegen Wasser. Mit Kohlensäure. Geh nix bin ich. Oh, da voll ist nix. Schnell hin. Vielleicht haben wir Glück. Wo wohnt denn der Schoko nochmal? Der wohnt doch hier vorne. Ich hab schon seit der ersten Klasse Bauchauer. Deshalb war ich auch 15 Jahre nicht in der Schule. Och, bitte einmal Glück im Leben, bitte. Ui. Oh. Das will er bestimmt der Shorty anziehen wieder. Zwei blaue Sachen sogar. Ui. Ey. Wo ist der Cowboy-Hut? Da. Den Hukulu-Sound? Boah, Bruder, keine Ahnung. Das ist, meinst du den Stay-Hukulu-Sound? Ich weiß nicht, wo ich den hab. Ich den überhaupt irgendwo hab. Hallo? Hallo? Der Fug? Was? Schoko, du hast deine Wand... Ach, ne. Verdammt, ey. Hallo?
Das sieht ja cool aus. Gibt's DSDS überhaupt noch? Läuft das wieder? Ja, der weiß. Aber ich denke nicht, dass da einer hingeht und klaut, weil das wäre asozial und guck mal den Logs, dann wird gebannt. Mit dem Wendler? Egal. Oh. Boah, Glück. Was ist das denn? Den sieht man nicht. Der war in der Show mit dabei und jetzt haben die den rausgepixelt oder was? Oder rausgecuttet? Warum das denn? Weil der so ein Verschwörungstheoretiker geworden ist? Weil er ein Corona-Leugner ist, meine Fresse, Alter. Ah, brennt wieder. Wunderbar. Feuer. Hi. Hallo? Hi. Hi. Hat der einer irgendwelche Boxen oder so in der Hand? Ich hab was gefunden auf einem Jägerstand. Eine Jacke und ein Cowboy-Hut. Hallo? Hallo? What is that? Hallo? Hat er vielleicht sein Funkgerät einfach zu laut? Was ist denn das? Das ist der Kollege mit dem... Du Papagei, du. Also ich glaube, ich bin Berger. Ich habe immer ein Echo. Ich habe hier eine Jägerjacke gefunden in Blau mit dem passenden Cowboyhut. Welcher Jäger trägt denn Blau? Schlümpfe. Der Mr. Ripper und Adidas Anzug können so aussehen, als ob er das anziehen würde. Was soll ich mit einer blauen Jacke? Wenn nicht, nehmen wir das für Shorty, ist nämlich Kinderkleidung. Wenn wir irgendwo Platz hätten noch. Ja. Ja, kann. Hier in diesem improvisierten Unterschlupf. Gleich hau ich den Fisch. Sieht's bei euch aus mit Munition? Wir haben ganz wenig. Was brauchst du denn? Ah, okay. Okay, geh einfach weg. Ist okay. Ich muss den Chris fragen, was der... Ach so. Was der hat da mit den... Hat irgendeiner einen Stock? Traktor. Einen angespitzten? Ja. Haben wir irgendwo einen Stock? Hallo? Ja, gut, dann. Was für ein Stock? Einen angespitzten. Ich glaube nicht. Chris? Ich glaube gerade nicht, nee. Chris, du weißt, was wir für Munition brauchen eher. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen was bekommen, die 9x19. Das reicht mir jetzt gerade erstmal. Okay. Und sonst. Ja. Hm. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Wollen wir. Nila? Munition, müssen wir mal schauen. Mhm. Weiß nicht, hast du einen Stock? Nee. Ja,
aber die ist halt selten, ne? Ich bin es sehr kaum. Oh mein Gott, haben wir kein Dings mehr? Angelhaken? Ich hätte noch einen übrig. Hast du noch einen? Ach ja. Wer hat einen Angelhaken? Ja, ja. Der Kollege hier. Ich glaube sogar. Hier ist ein Stock, aber der ist ein. Ah, hier einfach mal hier 308er. Das haben. Nee, 308er haben wir nicht. Wir waren so gut wie gar nicht auf Militärdinger. Aber ich habe eine richtige Angel. Ja, wir waren schon auf einigen. Braucht noch jemand einen Jutebeutel? Oder ja. Netzgeflecht? Gut, komm her. Bitte schön. Danke. So, warte mal, Christus. Zwei. So viele Penner hier. Ging aber schnell. Maxlo war echt mal schön. Ja, aber die Wohnungen sind doch ziemlich günstig, da auch noch schöne Wohnungen. Aber die Leute haben Angst, da zu wohnen, obwohl die Leute nett sind, die da wohnen. Fisch. Oder Vorurteile, ja. Wow, ich bin Profi-Angler heute. Was ist denn hier los? Scheiße. Hä? Ach so. Ups. Ich mal gucken. Mila! Mhm. Riech mal. Riecht wie du. Das ist schon mal einer ein Fisch ins... Aua! Ich wollte nur dem Fisch ins Gesicht hauen. Güffi, nimm den streiten. Mal. Dem Fisch. Er hat angefangen. Du hast angefangen. Was will der machen? Der ist Freund. Sag mal, war hier gestern nicht noch eine Feuerstelle? Tu's einfach nicht. Ja, die wurde wieder geklaut. Aua. Du hast ja dein Neff. Nee. Die wurde geklaut, das zweite Mal. Ich stand gestern noch im Brunnen. Ja. Der ist auch weg. Ah, den haben sie auch geklaut. Aus dem Boden rausgerissen. Inklusive Beton. Ja. Das war bestimmt der da. In dem Adidas-Anzug. Der Amerikaner. Was hab ich getan? Ich bin gerade den Brunnen aus dem Boden gerissen. Du dumme Frosch. Steck da mit dem Fisch, Junge. Pack das Lagerfeuer aus dem Rucksack. Gib das Lager. Brennt noch im Rucksack. Liegt wahrscheinlich im. Boah, ich hab ne Idee, wir tun in dem Fisch eine Handgranate rein und dann geben wir einem UN-Soldaten die. Was tust du? Tun eine Handgranate in den Fisch rein. Dann schmeißt man den über den Zaun auf dem Airfield. Genau, mit der Fisch kannst du zu der UN schmeißen. Nicht schmeißen, hau auf! Nein! Kannst du damit die Minen auslösen. Der schwimmt doch gar nicht mehr. Hol den raus! Ich rette den. Der ist tot. Hab ihn wieder. Aber ich bin jetzt nass. Fischgang for life.
Ja, Mann, Fischgang. Wilde Fischergang. Ja, wir brauchen einen Stock und ein Lagerfeuer. Mann, ich habe ein Headset auf. Wir können ja noch räuchern, ne? Wir brauchen Barrels neue. Oder ein Zelt, irgendwas. Wir haben keinen Platz mehr. Ach ja, wir können den räuchern. Ja, haben wir noch Feuerholz? Nö. Alter, ist hier viel Fleisch drin. Boah. Nimm dir was, wenn du Hunger hast. Ich hab einen Stock. Wir haben aber kein Holz. Wieso schneidest du den auf? Ja, weil wir den essen. Aber das ist unser Freund. Ich geh Feuerholz holen. Hundert Leute hier im Camp, keiner hat Feuerholz. Asozial. Ich hab leider gar keine. Ich hab doch welches geholt. Hier liegt doch welches. Lüge und der scheißt. Ach ne. Ich dachte schon, da scheißt einer im Gebüsch. Doch. Feuerholz geholt. Ich hab, by the way, schon Feuerholz geholt. Lüge. Doch, liegt doch mitten im Camp. Lüge. Boah, ich hab keinen Platz mehr. Klasse, Chat müde. Ich kann nicht so hin, Luftig. Meine Augen sind hier oben. Warum hast du keine Hose an, Junge? Zwei, hier sind meine Augen. Meine Hose muss trocknen, ich bin in den Tag. Ey, nein, ey, ey. Boah, du bist so ein... Und weg ist die Hose. Oha. Ja. Die ist kaputt. Kriegst mit dem Stock, Junge. Verzieh dich! Du mal Penner. Nie! Dummes Arschloch. Au! Warum kann ich denn hier nicht rösten? Das geht nicht. Wollen wir uns gegenseitig füttern? Nö. Komm schon. Boah, ich hab keine Ahnung, wohin damit, ey. Ich hab hier noch ein Jute-Ding, ne? Güffi?
Ui. Ja, und hier. Hier, nimm das. Ui. Da, nimm den Jute-Streifendrink mit. Jemand von euch zufällig ein Magazin für eine M14? Was er nicht braucht? Nein. Andere Frage, hat jemand eine weiße Jogginghose? Nein. Nein. Ich muss meine Styles erweitern. Ist mir zu voll hier. Ich gehe in die Stadt. Mein Inventar ist schön. Warum ist doch aufgeräumt? Guck. Was ist denn hier drin? Medikamente. Weiß gar nicht, was du hast. Hallo, ist jemand im Funk? Hallo? Hallo, ist jemand im Funk? Pau ak bitubu. Dann nicht. Turtle X, dankeschön für die Wies am 24. Und Brenzle, dankeschön für die Wies am 17. Ich küsse deine Augen und ich küsse dein Herz. Was ist das da? Hallo? Kannst du mir helfen? Deine Hände hoch! Wie? Jetzt die Hände hochnehmen! Ich bin gefesselt! Ich bin gefesselt! Nimm die Hände hoch! Ich bin gefesselt! Ach ja? Ja! Gar nicht! Ich hab mich selbst gefesselt, ich weiß... Wie, du hast dich selbst gefesselt? Leg dich auf den Boden. Jetzt sing das Gummibärenlied. Kann das nicht. Sing es! Ich kann nicht. Sing. Mama. Sing ein Weihnachtslied. Nein. Doch. Nein. Doch. Lach nicht. Ich kann nicht. Sag, wie hübsch du mich findest. Los. Kannst du mir bitte helfen? Mach mir Komplimente. Du hast eine wunderschöne Stimme. Weiter. Sag, dass ich süß bin. Noch nicht gesehen hab. Aber sag, dass ich süß bin! Du bist zuckersüß. Okay, ich helf dir. Bleib hier liegen. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Kannst du mir bitte helfen? Hallo, kannst du mir bitte helfen? Ich heiße Curtis. Ich bin kein Bandit. Hallo. Ich tue die Waffe jetzt weg, okay? Das ist schön. Okay, danke. Aber du bist nicht gefesselt. Doch. Aber nicht wehtun. Du hast keine Hände. Okay. Steh mal auf. Die sind an meinem Gesäß und meine Hände.
Ich kann dir die Fesseln aber nicht lösen. Scheiße. Und jetzt? Darf ich vielleicht aufstehen? Ja, steh doch auf. Wir hätten gesagt, dass du dich hinlegen sollst. Ein zuckersüßer Mann. Geh mal da vorne ins Gebüsch und geh mal schlafen. Okay. Und dann komm wieder. Hör auf zu heulen! Gar nichts macht die denn bei. Eine Klappe. Ist der tot? Warum ist der tot? Warum ist der tot? Bruder. Warum ist der tot? Wer war das? Ist ein Bein. Ich muss kurz kommen, Sir. Wer ist da gerade gestorben? Gefesselt war. Ich hab den gar nicht getroffen mit der Machete, Lügner. Wer war das? Ich port ihn wieder her, das ist ein Bug. Ja, gefesselt ausloggen, gleich tot, glaube ich auch. Aber der war halt nicht gefesselt, das war halt ein Bug. Bruder, bitte melde dich. Rati, warst du das? Bist ein Lügner? Warte, ich port dich her. Wir müssen schnell machen. Da kommen welche. Scheiße, für die sieht das dann so aus, als hätten wir einen umgebracht, Alter. Wissen du? 37 Leute gerade online. Da. Wo ist er hin? Hilfe. Oh mein Gott. Was passiert, Rati? Die werden jetzt denken, ich hab dich umgebracht. Fuck, Alter. Da vorne kommt noch einer. Ja, ich hol dich gleich. Hi. Tag, Sir. Macht euch schon meinen Freund keine Sorgen, der schläft nur. Ich passe auf den auf. Was sagst du? Nix, nix. Geht ruhig weiter. Alles gut. Der schläft. Keine Sorge. Ja. Hey. Genau. Ja. Passt auf euch auf. Hallo.
Oh, oh, oh mein, jetzt kommt da noch einer. Schnell, schnell, schnell! Geh den ablenken da vorne. Hau ab! Wie willst du das erklären, Alter? Dieses Scheißspiel, Junge, mit seinen Kackbugs. Der kriegt nichts mit. Danke. Boah. Habe ich gerade schon gefragt. Hi! Hi! Ach Mann, da oben ist ein Tier gestorben. Was war los? Hm? War was los da hinten? Nee. Doch, da ist ein Tier gestorben. Oh. Ein Giraffenaffe. Ja, Barbecue machen. Besser nicht. Okay, schade. Und warum warst du jetzt gefesselt? Frag nicht. Ja, aber ich habe schon gefragt. War eine ganz weirde Situation. Du hast dich selber gefesselt. Ja, ich wollte es mal austesten. Du bist ja nicht weit damit gekommen. Ich hab's gemerkt, ja. Ja, dann habe ich dir jetzt geholfen. Da vorne ist die Zuflucht, da triffst du andere Menschen. Überlebende. Die haben auch vielleicht ein paar Klamotten für dich. Du rennst nämlich rum wie ein Fitnesstrainer. Du hast verdammte Flipflops an. Woher kommst du? Aus dem Junkie-Park, Junge? Was sind da für Schuhe? Zum Maul, Alter. Und dann noch mit Socken die Flipflops. Ich raste aus. Hä? So, ich muss weiter. Bis später. Okay, hau rein. Ja, dann viel Erfolg, mal da hinten, ne? Jemanden, ob jemand weiß, wo es nach Svetlik geht. Ja, am besten macht er. Ui. Ja, selber fett. Ciao. Irgendwann wird irgendeiner auf dieser Wiese laufen und dann ganze Menschenfleisch sehen und sich denken, what the fuck ist hier abgegangen? Du findest ja gar nichts mehr hier. Dumba ist ein Penner. Aber ich habe gehört, der Demba streamt bald die UN. Ab und zu mal so ein bisschen auf Kick. Habe ich mir sagen lassen. Natürlich nur mit meiner Genehmigung, weil ich Angst habe, dass meine Freunde, die ich schon seit 10 Jahren kenne, mir Zuschauer klauen. Und ich mir dann keine Bärenmarke mehr leisten kann. Mhm. Die müssen einen Antrag bei mir stellen. Fick Kürbissamen. Hallo?
Ja, bin ich zu großzügig. Du heiratest Genix. Ich entscheide, wer. Hallo? Was zum Teufel war das? Hallo Epix, Kashiro, mir geht's gut und ich hoffe dir auch. Wo sind die ganzen Zombies, Mann? Oder ist hier so viel Verkehr? Oh. Brauche ich nicht. Ich spiele noch GTA, aber ich pendel zwischen DayZ und GTA, damit ich keinen Burnout von dem Kack-Game bekomme. Sektor V. Ist das ein neuer Server? Ach, das ist doch... Ja, jetzt weiß ich wieder, welcher Server das ist. Da, wo der Knochen und so zockt. Der T-Bone. Wir sind doch von Unity nach dahin gewechselt. Ui. Ja, kein Platz. Nee, GTA Online spiele ich nicht. Ich habe mir die Insel beim Leon im Stream angeguckt, im Discord-Stream. Ich habe aber den Heist auch nicht gezockt. Scum-RP. Weizenhose. Hässlich. Und dann, was laberst du wieder für eine Scheiße, Alter? Chat ist Mude. Und wer Mude ist, kriegt kein Tinkepäckchen.
Gangbeast ist aber verbackte Scheiße. Ui. Aber wohin damit? Kein Platz. Pack ja den Duplo weg, Junge. Was ist mit dem Inventar? Du Ärgerer. Ich geh jetzt wieder zurück, ich find nix. Was geht, Jungs? Keine Ahnung, lass mal weiter. Wo wollen wir hin? Die nächste City. Kein Leck. Tobi liebt dich und Curtis liebt dich auch. Dankeschön für den Prime 20. Hab dich lieb und ich dich auch. Halt die Klappe, Denver, und geh auf den Server deine Soldatenpumpen spielen. Penner, Ärgerer, du. Hallo, ist jemand im Funk? Hallo? Hallo? Komm, ich verklopp dich. Kriegst gleich was grooven, Junge. Hör mal. Was grooven, Alter. Ui. Weil der immer doof ist. Deshalb.
Ich darf nicht vergessen, dass das Menschenfett ist. Weil Denver für Couch hängt. Lüge! Du hast gar keine Couch. Du dreckiger Lugner. Du kriegst morgen Brett. Wenn der Giffy mit dem Gilly und der Lucky mit dem Gilly und ich mit dem Gilly aufs Airfield gerannt kommen und die Mila macht so ein bisschen einen auf, ich schieß mit Rauchgranaten um mich herum, dann snacken wir euch weg. Wirst schon sehen. Wirst schon sehen. Ja, Ratti, das hab ich dir vom Bauch weggeschnitten. Könnte es jetzt sauer, wenn der mal mit Schwester flirtet? Nö. Denn warst du so schon Teil meiner Familie. Dann werden wir es nur offiziell machen. Genau, Denver ist ein Höhlentroll. Erstmal eine Duftkerze. Halt deine Klappe, Jay! Hallo? Ist jemand zu Hause? Aha. Wo ist Mila? Die ist in Vibo. Alleine? Warum ist nie einer im Funk? Hey. Ja. Wir haben jetzt fast genug Zeug, um zwei Gillies noch zu machen. Was? Oh, geil. wir haben jetzt fast genug Zeug, um noch zwei Gillies zu machen. Aber okay. Drei Gillies. Gut. Ja. Ist der Typ da voll ein Angler? Tag, Sam. Tag, Sam. Grüße. Bist du ein Angler? Du siehst aus wie ein Angler. Du! Du Angel! Du Fischermann! Unter anderem. Du Fischermann! Manchmal! Du! Hallo, manchmal! Du Fischermann oder nicht? Nein! Okay. Wegen deinem Hut. Was ist das? Ja. Was ist das? Erstmal Qualität checken. Stopp! Was ist das? Nee, nee, lassen Sie bitte mein Leder liegen. Was ist das? Couch? Was ist das? Nee. Was ist das? Bah! Was ist das? Ist das gute Qualität? Was ist das? Eine Weltkarte? Neue Weltkarte? Was steht da? Was ist das? Was steht da drauf? Warte. $50, kannst du mitnehmen. Ja, guck mal drauf. Kann ich nicht gut lesen. Was ist das? Das ist echte Leder, gute Leder. Fass ja, mal an, merkst du gleich. Ja, ja, ja. Na, passt Kinderleder? Oder ist von Kuh? Ja, ist von Hirsch. Hirsch. Ja, okay. Ja. Da. Erstmal kriegt jetzt hier jeder eine Tablette von euch. Vitamin. Danke, danke. Danke. Guck mich. Genau. Kriege ich auch eine? Ja. Warte, und du kriegst noch Vitamin C. Das kriegst du wieder. Komm, komm, jetzt hauen wir uns. Jetzt hauen wir uns. Nein, ich klopp jetzt mich vorbei. Nicht. Ich hau keine. Ja, okay. Oh, okay. Wenn du so spielen willst. Als ob ich Kugeln für dich verschwende. Kein Bock, deine hässliche Leiche wegzuschaffen.
Ja, ja. Kann man die Hose noch irgendwo hier reinpacken? Hose? Gürtel hast du da. Ja, ja, die Donny hier ist voll. Welche Hose? Oh, Donny. Oh. Gib her. Ich tu hier. Ja, deine Donny ist noch Platz. Okay. Hier ist gut. Fisch. Jemand dieses Waffen... Welche Waffen? Bisschen Fisch. Warum seid ihr nie im Funk, Giffy? Bin ich nicht doch? Ich gehe jetzt nach Vivo Mila suchen. 1, 2, 3, check. Ja, ja. Ich brauche ein Megafon. Wir können Mila nicht alleine lassen. Das ist ein Mädchen. Meinst du, wir können die in unserem Camp alleine lassen? Ja, klar. Ich habe so viele, als du weg warst, waren so viele Leute, die auf einmal ein Netzgeflecht hatten, ne? Die ja, weil du, wenn wir tauschen, dann suchen die Leute auch extra. Oder nehmen mit, wenn die es dort finden. Ich habe aber immer noch nicht meine Waffe gefunden. Welche suchst du denn? Mit der ich damals immer auf dem Kindergeburtstag geschossen habe. Die CR, das kleine Scharfschützengewehr. Da muss ich Lucky fragen, der weiß wo. Der weiß, wo man sowas findet. Deiner ist ein Waffenständer. Der hat eine Spürnase, wenn der nicht schon gestorben ist wegen dir. Drecksau, du. Immer noch. Ich habe den heute noch nicht gesehen, der ist wahrscheinlich immer noch. In dem Haus. Ständer die Waffe. Was? Diese Waffe, die du suchst, ist bei uns im Waffenständer. Haben wir die? Ja, wir haben die. Diese CR-52. Mit einem Hunting Scope? Ja. Da würde ich auch die Fresse halten jetzt. Habe ich gefunden. Hä? Wie? Haben wir eins? Kreton. Ja, wir haben eins. Ui. Wo hast du die Waffe gefunden? Die in irgendeinem Haus lag die mal drin und dann habe ich die mitgenommen. Dachte mir, die können wir vielleicht. Wann kommt hier eigentlich, wann kam damals der Bus hier? Wann kommt der nächste Bus? Ich kann nicht lesen, habe ich vergessen. Wir sind jetzt im Bibbelbob. Heißt ist die Mila alleine hingegangen? Ja. Oder geht die fremd? Kann auch sein, dass sie mit dem Jeff da hingegangen ist. Wer ist denn Jeff? Wie, da ist ein Traktor. Hallo, Eggel. Mila? Traktor. Boah, wir haben hier die ganzen Städte geklärt, ne? Hier gibt's keine Zombies mehr. Nee. Guck mal, voll der Nazi. Das sind bestimmt die UN-Soldaten. Mama, Räuberleiter. Okay, lass einfach, ich bin zu dick. Ich bin außer Chef. Ob man hier angeln kann? Man hier baden kann? Ich habe keinen Angelhaken. Mila! Mila! Die ist immer da, wo es Schokolade gibt. Schießen? Mach mal. Oh, guck mal hier, Lederjacke. Zieh die an, dann haben wir beide eine an. Kick so. Per. Ja, okay. Oh, Entschuldigung. Ey! Ich wollte immer damals so einen Laden hier haben, ne? Und Hühnerknubbel verkaufen. Und Fische Fisch. Hühnerknubbel? Ja. Jetzt könnte ich so einen Laden aufmachen. Oh,
Weil, guck mal, was hier alles liegt. Jeanshose. Ich möchte. Anzugjacke. Haha. Mila! Der hat mich ausgewichen. Da liegt ein Netz. Tarnnetz. Oh, Giffy! Hier liegen Schuhe. Ja. Die Sneaker, die ich anhab. Nie heißt Sneaker. Die sind cool. Ich hab schon fast ein paar. Was? Die nicht so cool. Warum? Weiß nicht. Ich nimm die aber für die Mila mit. Das sind aber Männerschuhe. Oh. Na und? Ich hoffe, dass du stirbst. Warum sagst du so? Weil du den Lucky gestern umgebracht hast. Fast. Ich hab ihn nicht umgebracht, er lebt bestimmt noch. Wohl. Nichts Dumpfes dabei. Komm mit, ich zeig dir, wo einer wohnt. Bei dem mit dem Vorschlag kam. Aber erst trinke ich was. Ui. Ui, dies kommt vom Lager. Meinst du, die sind da? Da vorne ist. Hallo? Da ist der Angler. Da war der Angler. Guck mal, was ich gefunden hab. Ich hab einen Campingkocher. Echt? Ja. Cool. Hörst du das auch, das Donnern? Ja. Wie gestern, ne? Das Mila? Mila. Fischer. Ja. Hast du die Mila gesehen, so ein Mädchen? Bisschen breiter? Nö. Geschminkt? Nö. Lange Fingernägel? Bisschen breiter umrum als ich, mit dicken Arme. Nee. Humpelt auch ein bisschen. 49er Bizeps. Also hast du nicht gesehen? Das schmeckt mir nicht. Leider nicht. Wenn du die siehst, sag, wir sind auf dem Weg wieder gleich zurück in die Zuflucht. Wieder? Was? Zum Camp. Zum Camp. Okay. Man. Komm mit, ich zeig dir, wo einer wohnt. Das stinkt aber ein bisschen nach Haargel. I know you somewhere. Oh, schwarze Kragenhose. Was? Ich hab eine. Ich würde die einfach mal mitnehmen. Komm! Du brauchst nämlich schwarze Klamotten für deinen Ghillie-Suit, wenn du den anziehst. Okay. Das ist das normale Ingame-Voice von DayZ. Das macht manchmal richtig Welle. Deshalb muss man alles 5-mal wiederholen. Ja, man muss sich immer wiederholen. Guck, hier wohnt einer. Wer wohnt hier? Keine Ahnung. Aber das stinkt hier nach Hagel. Warum das denn? Was soll ich das denn wissen? Vielleicht ist der hier zu Hause.
Hui. Hallo? Ich hab vergessen, wie man eine Waffe benutzt. Wieso hältst du die so? Weiß ich nicht. Meine Hände sind taub. Hilfe! Hilfe! Was passiert mit dir? Hallo? Hi. Ui, pass auf! Boah! Hast du gesehen, ich hätte Parkourläufer werden können damit. Keiner da. Schon wieder so ein Kindergelache. Lass mal lieber zurück zum Lager. Rico, weil ich heute Mittag durch einen Bug gestorben bin. Bei der Anomalie habe ich mich hingelegt, dann war ich bewusstlos und bin durch den Boden geglitscht und gestorben. Ich glaube, das sind Bomben, die auf uns abgeworfen werden. Von den Soldaten. Tschüss, MDK. Schlaf gut, wenn du schlafen gehst. Ansonsten viel Spaß. Ich glaube, die werfen Bomben auf uns ab. Meinst du? Ich glaube schon. Eieiei. Einfach keine Zombies hier. Lager? Ja, ich würde sagen, auf zum Lager. Es sieht wieder nach Regen aus und Gewitter. Dann werde ich mich aber mal hinlegen, ich bin müde. Für ein paar Stunden. Ist ja nachher wieder auf, oder was? Jo. Vielleicht. Vielleicht schlafe ich auch durch. So. Ich hoffe, dass meine Prinzessin Mila in Sicherheit ist. Die Anomalie gehört eigentlich zu der Map Namalx, oder wie die heißt. Das hat irgendwas mit Außerirdischen, glaube ich, auf der Map irgendwie so zu tun. Die gehört eigentlich nicht zu Chernobyl, aber wir haben die trotzdem eingefügt. Hallo Steffi. Oh, Everriser, vielen lieben Dank für den Host. Habe ich leider nicht mitbekommen. Mit 108 Zuschauern, herzlich willkommen. Wenn die Leute noch da sind. Aber heute gibt es nur einen Shortstream. Geh gleich noch was essen und duschen und chillen. Oder Stalker-Universum. Irgendwie Lucky hat mir mal davon erzählt, aber ich habe schon wieder vergessen, weil ich eh nicht zuhöre. Tag zusammen und Dankeschön, ne, Brudi? Komm, beeil dich! Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit.
Wir sind ja gleich im Lager. Schon wieder fängt er dann zu lecken in die Scheiße, Alter. Kam der Typ jetzt vom Shorty eigentlich rüber? Nö. Ja, war klar. Der gehört bestimmt gar nicht dazu, der ist da bestimmt eingebrochen. Ja, das ist so. Und hat Shorty seine Unterwäsche-Schublade durchsucht. Bist leer. Keiner mehr hier. Hallo? Mach auf den Bums. Wo ist Mila? Nehmt eure Griffel aus meinem Kühlschrank raus. Gibt keine Tinkepäckchen mehr für euch, ihr Ärgerer. Schnell rein. Nee, nicht wieder hier. In Milas Zelt stinkt's. Hüfi? Ach, da. Warte, ich will mal den Himmel beobachten. Mach das. Tschüss, dann mal schlaf gut. Und der Duplo wird hier auch nicht ausgepackt. Ihr Ärgerer. Hallo, Ignell. Vor 6 Stunden bin ich gestorben. Ach ja. Hä, warum habe ich einen Spieler getötet? Wen habe ich denn getötet? Habe ich den echt getötet? Nein, ich habe den mit dem Messer nicht getötet. Ich bin Mörder. Als ob ich den mit dem Machetewurf getötet hab, Mann. Ne, Rico, wenn ich Rust zocke, dann gehe ich beim Papa auf den Server mal gucken. Weil ich glaube, der hat durch die Erfahrung mit Alternate solche Server besser unter Kontrolle. Viel, viel besser. Oh mein Gott. Ui. Hast du gesehen? Ja, das ist Blitz. Gewitter. Boah. Hab ich einen dicken Arsch in der Hose? Jetzt mal. Boah. Ui. Jetzt geht's aber ab. Ui, mein Gott. Nee, nicht schon wieder. Nee, nee. Mach auf. Mach auf! Mach du auf! Ich sag doch, das ist eine Bombe. Und jetzt gleich kommt wieder die Druckwelle. Ich hoffe, Mila ist sicher.
Das ist doch eine Druckwelle. Oh mein Gott. Was? Die schmeißen Bomben auf uns. Was passiert? Alles wieder normal und Gewitter ist auch weg. Und Sonne scheint. Gifi? Das ist nur alles in der... Ach du heilige Scheiße. Boah, der Revolver. Ja, das ist meine Zweitwaffe. Boah, ich will auch rein. Wow, hättest du mal was gesagt. Ich habe erst eingetauscht. Wo hast denn du so viel Milchflaschen her? Hat Mama dir gegeben? Ja, die hat Mama mir mit auf den Weg gegeben. Okay, ich leg mich hin. Hast du nicht schon einen Gilly-Hut? Nee. Okay. Ich leg mich hin, okay, bis nachher. Hin. Da ist ein Sturm, hä? Oh, Mila! Bist du? Ich bin hier schon die ganze Zeit. Wo warst du? Wir haben dich gesucht, im Biber. Geht's dir gut? Okay, dann beantworte meine Frage nicht. Hallo? Hallo? Hey, der Brunnen ist weg. Shorty? Ja? Boah, jetzt kommen sie alle aus den Löchern. Güffi? Shorty? Ja? Wer hat den Brunnen hier der geklaut? Der wurde geklaut. Oh. Oh, ich wollte Wasser auffüllen. Aber ich habe zwei Jutebeutel und... Sag mal, Shorty, wohnt bei dir im Haus einer? Ui. So ein alter, nackter Mann? So ein Mexicano. Ich hab was gefunden, Shorty. Komm mit für dich. Hör die Küche auf. Komm mit. So, dafür darf er wohnen. Du kannst auch einfach wiederkommen, wenn du weißt, was du brauchst. Guck mal hier, ich hab so eine Jägerjacke gefunden und so. Okay, dann machen wir das so. Oh. Ja, die Hose hab ich schon. Ich hab noch eine Nagelkiste. Ja, dann nimm die Jacke mit. Brauchst du die nicht selber, die Nagelkiste? Aber ich wollte mich hinlegen, bis später mal. Hab zwei linke Hände. Ja, bis später. Okay. Dankeschön. Mila, ich leg mich hin. Und ich hab ein Bier gefunden. Weil ich bin erschöpft. Ui, das ist gut. Hat schon wieder jemand Feuer geklaut? Alter? Ja, die klauen ja alles. Weck mich in 3 Stunden, okay? Warum nicht? Warum? Warum? Bist du sicher? Weck mich. Ich hasse dich, hoffentlich stirbst du. Hab dich lieb, bis nachher. Ding, ding, round. Warte kurz, eine Sekunde. Warum? Ich mach dir gerade was. Ja, leg in Dings rein, ich guck nachher. Einen wunderschönen. Okay. Mach mal einer das Radio aus, der hat da gesprochen. Ich hätte hier noch so einen Jutebeutelstreifen, habe ich gerade gefunden. Nehme ich, ich komme sofort raus. Interesse. Jaha. Jaha. Chat, ich habe gesagt, heute nur Shorts, wir wollen jetzt eigentlich frei. Ich gehe jetzt Sachen machen, Dinge passieren. Vielleicht streamt Johnny, der wollte eigentlich auch das UN-Dings. Der ganze gedönster Stream oder Dämmer die Tage. Vielen lieben Dank für den ganzen Support heute und cool, dass ihr so lieb wart. Aber keine Tinke, doch einmal Tinkepäckchen noch für euch. Wir sehen uns Donnerstag erst, ne? Bei morgen komme ich nicht. Vielleicht bin ich ein bisschen in DayZ im Lager, aber großartig rumrennen und looten und sowas werde ich nicht machen. Was soll das? Was soll was? Ich bin seit 3 Stunden fast online wieder, Bruder. Ich wollte kurze Dings machen. Tschüss! Bis später, bis Donnerstag. Lasst euch nicht anquatschen und Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Abzzz.